Warst du darauf aus, Angel auszuschalten? Ja. Warst du es, der seinen Unfall verursacht hat? Nein. Ist dieser Überfall deine Idee gewesen? Nein. Und wessen Idee war es? Die meines Vaters. Er starb, bevor er es selbst tun konnte. Es ist also eine Art Hommage an ihn. Die Geschichte mit den verdammten Äpfeln. Die mit dem Biocidre, die du mir gestern im Bett aufgetischt hast, die bezog sich auf den Überfall. Und ich hör dir auch noch zu wie eine Vollidiotin. Du hast dich über mich lustig gemacht. Vom ersten Moment an. Ich hab mich nicht über dich lustig gemacht. Glaub mir, sieh auf den Lügendetektor. Sieh hin. Mein Vater hatte ein krankes Kind. Er besaß nicht einen Cent. Was hättest du an seiner Stelle getan? Er hat Überfälle verübt, um damit ein Krankenhaus in den Staaten bezahlen zu können. Aus Verzweiflung. Um mir das Leben zu retten. Das Leben. Weil ihm keiner geholfen hat. Und bei einem dieser Überfälle hat die Polizei ihn erschossen. Direkt vor den Türen der Bank. Das ist die Wahrheit. Ich nehme an, es gibt verschiedene Auffassungen von Gerechtigkeit. Hast du mich als leichtes Opfer angesehen, weil ich mal missbraucht wurde? Das habe ich ja. Als du der Presse meine Ablehnung der Geiselfreilassung zugunsten Alison Parkers zugespielt hast, war dir da klar, dass man mich öffentlich lynchen würde? Dass du meine Karriere ruinierst und dass meine Mutter und meine Tochter das mit ansehen würden? Ja. Ach ja. Du hast dann nur mit mir geschlafen, weil ich die leitende Inspektora bin? Nein. Du hast mit mir geschlafen, weil ich die leitende Inspektora nein, bin? Nein. Hör auf, mich anzulügen, verdammt! Glaub mir, ich lüge dich nicht an. Willst du mir weismachen? Du empfindest was für mich? Ich will dir gar nichts weismachen, Raquel. Es ist das, was ich fühle. Ich habe das nicht erwartet, aber es ist passiert. Es ist mir passiert, genauso wie es dir passiert ist.